Erinnert ihr euch an 2011? Diese Grafik. Diese Musik. Diese altvertrauten Klänge. Erinnert ihr euch an Gefechte, in denen der IS-4, ein Sowjet der Stufe 9, gegen den T-30, einen amerikanischen schweren Panzer der höchsten Stufe, kämpfte, während der KV-1S jemanden im Hintergrund mit einem Schuss zerlegte? Und das alles auf der Karte Sumpf? Wir auch. Daher bringen wir die guten alten Tanks zurück. Drei Nationen, UdSSR, Deutschland und USA. Oh, und ein legendäres chinesisches Fahrzeug. Ihr könnt von Kanten hängen, stürzt aber nicht ab. Die Arti betäubt niemanden, verschießt aber AP-Granaten. Niemand hat den sechsten Sinn. Außerdem haben wir den allgemeinen Chat, Premium-Granaten für Gold und einen recht instabilen, aber historischen Spielserver noch mehr wieder ausgegraben. Für World of Tanks Classic braucht ihr das Wargaming Game Center. Klickt dafür entweder das Portal in eurer Garage an oder geht auf wotclassic.eu. Klickt Herunterladen an und dann das Logo WOT Classic. Wählt ein Installationsverzeichnis und beginnt mit dem Herunterladen. Der Classic Client ist viel kleiner als die aktuelle Version, also braucht ihr nicht lange. Das war's. Startet das Spiel und genießt die wohlige Oldschool-Atmosphäre von Update 0.7.0. Vom 29. März bis zum 3. April. Begebt euch auf eine spannende Reise zurück in der Zeit. Erinnert euch an die gute alte Zeit mit World of Tanks Classic.